Lego. Aus uralten Tagen. Mit der Schachtel. Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Ja, und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrichst, Ticklichst und die Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, können, sollten oder dazu gezwungen werden, weil man im fernen Ägypten festsitzt und von dort nicht mehr weg kann und jetzt Probleme hat, wie auch immer. Jedenfalls... Und weil man Angst hat, alleine in der Finsternis zu sein. Genau, wir haben jetzt gerade Alone in the Dark fertig obdraht, sind mit dem jetzt fertig, ich bin fertig, er ist fertig, wir sind alle fertig. Umdraht, und das ist der perfekte Punkt, um zum Song kommen. Jetzt müssen wir nochmal angreifen und noch ein bisschen mehr Blödsinn-Content in die Welt werfen. Im Prinzip machen wir jetzt noch mehr Blödsinn in die Welt, aber nicht in diesem Video, denn was haben wir hier? Es trug sich zu, dass vor ungefähr 3-4 Wochen der gute Rockyline, das bin nämlich ich, ein Angebot gefunden hat auf viel Haben. Und um gemütlichste 20 Euro hat es das Lego System Set 5918 oder 18, wie alle kultigen Menschen heutzutage sagen, für 20 Euro mit Bauanleitung und vor allem am wichtigsten mit Verpackung gegeben. Und ich habe mir das da eigentlich, weil das Auto kannst du auch so irgendwie dir zusammenbauen oder zusammenstecken, wenn du da ein paar so Lego-Ägypten-Dinger hast. Aber ich wollte dieses Set einfach so ein bisschen als Zeitkapsel haben, denn was da oben steht oder wie es präsentiert wird, bildet nämlich meiner Meinung nach das gute Lego-System von damals ab und spricht Bände. Wir schauen jetzt kurz die Verpackung an. Das Set ist nicht zusammengebaut. Es wäre jetzt nicht schwer, dies zum Aufbauen, aber machen wir nicht. Im Prinzip, Auto haben wir schon in einem ähnlichen Video gesehen. Figur ist auch relativ cool. Und Johnny Thunder. In echt. Was? Ein Auto in echt. Habe ich auch schon mal gesehen, ja. Also ich habe es gesehen. Und war sofort verliebt. Warte, wir haben das Thema doch erwähnt, der Johnny Thunder. Und der Bösewicht war der, der in Englisch und in Deutsch und in Japanisch jeweils unterschiedlich geheißen hat. Nein, es war nicht Japanisch. Es war der Baron von Baron. Dann hat es gegeben den Sinister. In Amerika sind die Figuren eine Figur. Und ja, er heißt nur irgendwie anders, aber also der Baron von Baron heißt nur in einem anderen Land irgendwie anders, aber es war nicht im Japanischen. Ja. Nichtsdestotrotz, was ist dies für eine Verpackung und wie schön schaut die aus? Zuerst sieht man hier Lego System. Ja, das war damals nur so, das hat damals so geheißen. Dann so, ach, da kommen Kindheitserinnerungen. Da ist noch ein bisschen was dazu gedichtet worden, ja, da so diese Reifenspuren aus vielleicht echtem Sand, man weiß es nicht, im Hintergrund sieht man die Pyramiden, da sieht man eh Johnny Thunder mit seinem Propellerflugzeug, das eigentlich nicht ihm gehört, aber egal, zwei Skorpione sind dabei, gut, was haben wir da, dann haben wir hier ein wunderbares Foto, zwei Skorpione bewachen die Karte. Okay, was haben wir da unten? Enthält Kleinteile. Okay. Nur bis 3 geeignet. Aus dem Jahr 1998. Strong. Ist nicht geeignet. So, dann haben wir da oben wieder, innerhalb jetzt von einer Grabkammer oder sowas, das Auto parkt woanders. Er schaut sich gerade mit dem Quer in aller Ruhe natürlich die Karte an, während das Fernglas da ist. Die Schaufel und der Spaten sind auch woanders und der Skorpion kommt ganz gemütlich auf ihm zu. Aber bitte, wir haben ja die Zeit, die wir brauchen. Dann haben wir da dasselbe Bild wie da und dann haben wir die Rückseite. Und das, meine liebsten Freunde, ist ja schon mal was komplett anderes in dem Gegensatz zu was es heute Lego steht. Ja, da sieht man, okay, wie kann ich mit dem spielen? Wir spielen da, dass ein Rad abgebrochen, er hat einen Platten am Botschen und er muss jetzt den Reifen wechseln. Ja? Und was ist das
das ist das, wofür Lego nicht mehr steht, aber einmal stand. Nämlich als Konstruktionsspielzeug, benutze deine Fantasie und schau dir etwas an. Und mit den paar wenigen Teilen, die du da hast, kannst du ein komplett anderes Gefährt einfach nur just for fun bauen. Nimm die Steine, haus alle in irgendeiner Trommel oder sowas und bau etwas Eigenes. Und da sind wir von dem Gedanken, wo Lego heute steht, ganz weit entfernt. Das ist kein Spielzeug mehr. Das war's mal. Das war ein Konstruktionsspielzeug, beflügel die Fantasie. Heute sind es einfach mittelmäßig, in letzter Zeit ja gar nicht, mittelmäßige Modelle, die du dir aufbaust und dann nie wieder angreifst und sie verstauben. Weil man kann ja nicht sein Lego-Set auseinanderbauen und kreativ, das macht man nicht. Nein, das geht. Für das habe ich nicht 800 Euro ausgegeben. 20. Na, 800, wenn man sich jetzt zum Beispiel den AT-AT kauft von Star Wars, an den habe ich jetzt gedacht. 800. Mhm. Gut, okay. Dann schaust du mal, dann öffnen wir dies. Was ist denn drin? Also ich eine könnte, Abkanis-Statue. Ich könnte auf diese Schachtel, also freudestrahlend, aber dann biegt es wieder und ist nicht schön. Dann haben wir hier diese Kleinteile. Das Sackerl ist nicht original von damals. So, das wird trotzdem ein wunderschönes Thumbnail. Und Johnny Thunder werden wir schon herstellen, weil, sagen wir es ehrlich, der hat es einfach verdient. Mit dem Gewirr. Gewirr? Mit dem Gewirr. Alle Angaben ohne Gewehr. Gewehr. Der Johnny Thunder war im Übrigen auch meine erste Lego-Figur. Nämlich beim Grab des Anubis. Das war das erste Video in dieser Playlist. Kann mich noch ganz genau erinnern. Leg dann. So, den stellen wir daher. Dann schauen wir uns noch kurz die Bauanleitung an. Und da werden wir auch vielleicht schon einmal sehen, dass es einen dezenten Unterschied gibt zu früher. Nämlich, es ist nimmer komplett einfach, jeder einzelne Schritt, also komplett übereinfach dargestellt, weil dieses Set war in der heutigen Zeit ein Buch, ungefähr so dick, ein gemütlicher Roman. Damals hast du einfach ein paar Bilder gehabt, hast du überlegt, okay, gut, wir haben diese Teile und das haben wir auch. Eigentlich relativ cool. Und ja, haben wir es dann oder haben wir es nicht? Und wo sind die Fehler zum Set und zum eigentlichen Ding im Endeffekt? Und ich finde, das war halt noch verdammt cool. Und ich finde verdammt. Und die Windschutzscheibe ist fett. Und die Windschutzscheibe ist fett. Die ist nicht nur fett, die ist fettig. Fettig. Verstehst du? Verstehst du? Der gute Johnny. Na gut, dann hätte ich einmal gesagt, wir lassen das einmal so ein bisschen aus wunderschönes Stück Papier. Und jetzt eine wichtige Frage an dich. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig und nicht räudig und schlecht. Du hast ja mit den Lego System Ägypten-Dingern ja auch ein bisschen etwas zu tun gehabt. Ja? Kannst du dich auf das Set im Prinzip erinnern? Nur an das Auto jetzt da im Generellen oder was für Vibes oder was für Stimmungen kriegst du, wenn du so eine Verpackung siehst, wo du warst in irgendeinem Spielzeuggeschäft in deiner Kindheit, wo wir ungefähr 25 Kilometer hinfahren und du als Kind mal gestanden bist und du hast dieses Set gesehen, hast du vielleicht gesehen, was macht es mit dir? Oder ist der Wurscht? Habe ich schon mal gesehen, macht das mit mir, so als Erinnerung, so als Eingebung. Mhm. Das Ding ist, ich meine, dieses Auto ist ja auch bei der Sphinx dabei. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob genau die Steine so angeordnet sind, vielleicht mit einer winzigen Änderung, keine Ahnung, aber... Ein neueres Modell aus den 20er Jahren, Mann. Damals, ja. Ja, genau. Damals. Ganz genau. Nur... Ja, das war damals dabei. Die Sphinx hatte ich nämlich auch. Mhm. Und ich meine, kann natürlich sein, dass ich das Einzelauto auch so besessen habe. Aber an diese Verpackung hätte ich jetzt keine Erinnerung.
dieses Alterspiktogramm da auf 5 bis 10 mit dem Max-Verkunden, wenn man bekannt war. Genau. Also summa summarum, die kommen aus, diese Dinge summa, bekannt. Summa summarum, finstere Erinnerungen, die Alone in the Dark waren. Oder Alone in the Dark aus den tiefsten Unterwelttiefen hervorgekommen sind, also so meinen geistigen Tiefen. Was da ein bisschen bei dir abgekommen ist. Melden sich zu Wort und sind der Unterwelt emporgestiegen. Bist du auch Seile hinauf und hinunter geklettert? Cool. Fluoreszierendes Wasser. Pulsar. Schaut's Alone in the Dark. Ist cool. Ja, aber trotzdem muss jetzt nicht unbedingt Werbung für andere Videos in diesem Video gemacht werden. Und wenn, sei das dahingestellt. Es ist einfach eine coole Erinnerung und diese Erinnerung wollte ich mit euch teilen. Absolut. Und ich glaube, für 20 Euro für eine relativ große Kindheitserinnerung, da kann man nichts falsch machen. Da kann man nichts falsch machen. Lego-System, auch falls das Auto schon wirklich das Gleiche sein sollte, kann man verstehen. Das war's. Also das Gleiche zum zu Sphinx. Da war aber die Busch damals. Anno dazumals. Da war die was? Anno dazumals war was im Busch. War was im Busch, okay. Im Wüstenbusch. Im Wüstenbusch. Gute. Und mit diesen Büschen verabschieden wir uns nun, denn der Busch wird rasiert. Grüß euch. Und Tüdelü.